lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Weisen. Inka ärgert mich die ganze Zeit. Blöde Kuh. So, okay, es gibt einen Hasenbraten, denn das ganze Essen ist verschimmelt worden. Es hat tatsächlich, wollte ich den Hintergrund haben? Nein, eigentlich wollte ich doch einen anderen haben. Warte mal eben. Was sind das, Settings oder Apps? Apps, ne? Warte mal. Den wollte ich eigentlich haben. So. Ja, viel besser. So, also, das ganze Essen war wie aus Geisterhand, wie von Geisterhand. Ich habe Geisterhand. Egal, wie von Geisterhand verschimmelt alles komplett. So, obwohl es angeblich frisch gewesen ist. Und jetzt gibt es einen Hasen halt, ne? Ja, das ist eben halt so. So, wehe dir. Ihr werdet doch nicht... Wird das jetzt makaberer oder meine ich das nur? Naja, eigentlich könnte ich das gut ab. Hase schmeckt lecker, ne? Wer von euch da draußen hat schon mal Hasen gegessen? Denk nicht mal daran, Leon. Ich fahre gleich morgen früh los und suche einen Supermarkt oder irgendwie sowas. Tankstelle oder so. Irgendwo in dieser gottverlassene Gegend wird es hier einen Laden geben. Seid ihr euch da sicher? Echt seltsam, dass Handy sich gar nicht meldet. Sie ist schon tot. Sie schreibt doch sonst wegen jeder Kleinigkeit. Sie ist schon tot. Sandy lebt nicht mehr. Sie weilt nicht mehr unter uns. Ich. Vielleicht sollte doch jemand besser nachsehen. Nicht, dass hier irgendwas passiert ist. Sie wird sicher gleich kommen. Ich finde das mit Nachsehen gar nicht mal verkehrt. So sterben sie allen nach dem anderen weg und dann haben wir das Spiel durchgespielt. Hast du recht, Tomji. Du? Nein, ich bin... Nee. Ich gehe mal nach oben und schau nach ihr. Ja, mach das. Ich melde mich, wenn ich bei ihr bin. Ja, das tue ich. Oh, Leon ist offline. Na super, schon wieder alleine. Warte mal, ich will mal eben was gucken. Tammy! Ich bin hier gleich fertig. Tomji, hattest du meine Schwester eigentlich erreicht? Ja, hab ich. Ich habe ihr geschrieben, dass alles in Ordnung ist. Ja, sie scheint nett zu sein. Hab ich. Sorry, hatte vergessen, es dir Bescheid zu sagen. Mika verbessert. Oh ja, Mika, ja. Oh ja, 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 ja. Mika, Mika. Meistens zumindest. Wenn es nicht gerade deine Schwester ist. Wie Geschwister nun mal so sind. Sie können auch fürchterlich nerven. Ach Quatsch, hör mal. Aber danke. Wollte deine Schwester mal wieder wissen, ob alles feini feini ist? Ja, das war meiner, den habe ich mir selber ausgedacht. Ja, ich bin sehr witzig übrigens. Lustig! Findet Mika auch. Du kennst sie doch! Hatte versucht, sie anzurufen, bin aber nicht durchgekommen. Tja, das Netz heutzutage. Also habe ich Tomji gebeten. Ja, bei uns kommt sie durch und dann sie nicht und ich komme dann bei ihr durch, aber... Leute, bitte beeilt euch und schreibt nicht so viel. Dieser Speisesaal macht mir irgendwie Angst. Übrigens, diesen Sound, diese Hintergrundmusik, das habe ich jetzt erst gemerkt, dass man Hintergrundmusik reinmachen kann. Wie geil einfach, oder? Bei mir dauert das noch etwas. Der Weg zu den Autos zieht sich wie Kaugummi. Das macht das alles ein bisschen schaudriger, ne? Hui. Achso, aber seltsam. Das war seine Stimme. Ich habe eben versucht, meinen Alten zu erreichen. Der Anruf ging ebenfalls nicht raus. Ach, wolltest du dein Papi fragen, ob alles feini feini ist? Der ist witzig. Hey, wie man in den Wald hineinruft? Leute, ihr habt doch gerade echt andere Probleme. Wollt ihr vielleicht mal versuchen, ob ihr bei mir durchkommt? Ja, probiert das mal. Bei mir geht das, weil durch Geisterhand funktioniert das. Unsere Telefonnummer war ja da und das ist ja das Geister-Telekom-Netz. Mhm. Das Geister-Telekom- oder Geister-Vodafone. Geisterfon. Lass uns lieber mal schauen, ob wir überhaupt erreichbar sind. Tomji, sei so gut und klingel mal kurz bei mir durch. Was? Oh Mann. Jarek. Jarek. Sorry. Alter, warum denn so lange Nummer? Bist du doof? 4, 3, 8. Hallo Jarek!
Was ist los? Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte. Nein, das geht nicht. Teilnehmer nicht erreichbar. Ich komme leider auch nicht durch. Satz mit X, das, ja. Das kann doch nicht wahr sein! Leon ist nun online. Oh, mit einem Video. Spooky Mookie. Ich finde so jetzt Gänsehaut, ne? Gänsehaut. Weil die Musik im Hintergrund, das gibt's eine richtig geile Atmosphäre, Digga. Also wirklich. Leute, ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hier gerade bin, aber die Atmosphäre ist so spooky hier. Schaut euch das mal an. Ich sag's euch, das wird Klicks bringen ohne Ende. Wo bist du denn, Leon? Wenn ich das mal wüsste. Ich laufe jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit diesen Flur entlang. Ich bin eigentlich denselben Weg gegangen, den ich vorhin auch schon genommen hatte. Aber jetzt ist er ganz woanders. Von der Eingangshalle die Treppe hoch in den dritten Stock Richtung Büroakt. Die Sekretärin, ihr wisst schon. Aber irgendwie sieht jetzt alles ganz anders aus. Du bist sicherlich irgendwo falsch abgebogen. Geh lieber wieder zurück, Leon. Echt seltsam. Nee, wir wollen ja wissen, wo Dingenskirchen ist. Nein, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Komm doch einfach zurück, Leon. Dann gehen wir gemeinsam nach oben. Mich interessiert jetzt ja schon, wo dieser Flur hinführt. Irgendwann muss der ja mal enden. Melde mich! Oh. Notizen wurden hinzugefügt. Ja, ich wollte Notizen mal checken hier. Setting-Apps. Jetzt ansehen. Notizen. Die Gruppe. Achso, Mika. Das Waisenhaus. Bla bla bla. Haben wir noch alles noch gar nicht durchgedacht. Die Probleme häufen sich. Langsam bekomme ich ein ungutes Gefühl, was den Weißen noch betrifft. Die anderen scheinen ja zwar immer noch bei der besseren Laune zu sein, aber ich kann mir nicht helfen. Es geschehen immer mehr Dinge, die einfach nur unheimlich sind. Draußen wird es immer nebeliger. Diese Videos. Dann war der gesamte Proviant der Gruppe vollkommen verdorben. Jetzt scheint sich Leon auch noch irgendwo im Gebäude verlaufen zu haben. Ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen. Aber irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Oder bilde ich mir das Ganze vielleicht nur ein? Tomji! Ja? Zenny! Also, Zenny! Ja, ich bin hier! Hey, wir haben uns schon Sorgen gemacht! Sandy! Das ist seltsam! Bei dir kommen die Nachrichten also an? Ja, das ist seltsam. Mein Handy scheint irgendwie zu spinnen. Ich kann nicht mehr in die Gruppe schreiben. Hat es eben erst bemerkt, war die ganze Zeit mit der Kamera beschäftigt. Warte, ich zeig's dir. Dr. Crow ist am Start. Nein, Oni war das, ne? Ja, genau. Ich fahre gleich mal bla bla, genau, melde. Mir geht's gut, Leute. Habt ihr meine Nachricht bekommen? Hallo? Die Nachrichten kommen nicht an. Ist ja merkwürdig. Die anderen haben wohl auch gerade Probleme mit ihren Verbindungen. Vielleicht nur eine vorübergehende Störung. Dann liegt es vielleicht doch nicht an meinem Handy. Wie auch immer, ich bekomme die Kamera hier einfach nicht zum Laufen. Jemand von den anderen müsste sich das mal anschauen. Ja, ich schicke den Verlauf gleich in die Gruppe, Baby. Mach ich schon. Das mag ich schon. Leon ist eh auf dem Weg zu dir. Er wollte schauen, ob alles okay ist. Ah, super. Dann warte ich hier auf ihn. Auch wenn ich es hier echt ganz schön unheimlich finde. Naja, aber immerhin habe ich ja wenigstens dich erreicht. Schön, oder?
Vertreibst du mit mir ein wenig die Zeit, bis Leon hier ist? Nö, eigentlich nicht. Ich denke, ich informiere besser die anderen, dass es dir gut geht. Okay, lieb von dir. Küsschen aufs Nüsschen. Huch, wie peinlich. Das Ding wollte ich aber irgendwie nicht schicken. Kein Problem. Hey, warte mal kurz. Aha. Bürotrakt. Uiuiuiui. Aloha. Ach, Menno. Jetzt habe ich kurz gedacht, ich hätte es hinbekommen. Hat ja auch kurz funktioniert. Aber die Übertragung geht immer noch nicht, oder? Na, du warst kurz da, ne? Nicht wirklich, ich habe dich nur kurz gesehen. Da sind noch sehr viele Störungen. Hm, blöd. Blöd. Aber vielleicht kriegt Leon sie ja zum Laufen. Ich glaube, Leon kommt nicht mehr. Wäre nur schön, wenn er hier so langsam mal auftauchen würde. Ich glaube, er kommt nicht mehr. Er wurde verschimmelt. Vom Schimmler. Oh, neu. So. Leon ist nur offline. Leute, Sandra ist in Ordnung. Sie warten im Büro auf Leon. Hast du mit ihr geschrieben? Nein. Nein, ich war gerade da. Alter. Ja, sie hat irgendwie Probleme mit dem Handy. Ihre Nachrichten an die Gruppe gehen wohl gerade nicht durch. Na super, die Anrufe gehen nicht raus. Die Nachrichten werden nicht zugestellt. Ich habe leider auch schlechte Nachrichten, Leute. Was ist los, Sherrick? Wie wäre es zum Abwechslung mal mit guten Nachrichten? Das Bier ist verschimmelt. Die Tasche mit den Kabeln. Sie ist verschimmelt. Sie ist nicht da. Hä? Och nö, und jetzt? Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Na super. Das bedeutet, wir können nicht sehen, was die Kameras aufzeichnen. Oh. Heißt es jetzt, ihr müsst abbrechen? Euer Trip steht unter keinen guten Sternen, wie mir scheint. Zum Glück habt ihr ja noch mich. Super, Tom G. Stimmt. Zum Glück waren das ja nur die Kabel für die Laptop und die Monitore. Die Kameras und so weiter funktionieren ja trotzdem. Nur können wir jetzt leider unsere Zentrale nicht da rein einrichten. Dann war es also ein Glücksgriff, dass ich die Nummer von Tomji gefunden habe, oder? Das habe ich gut gemacht, ne? Stimmt. Jetzt haben wir zumindest einen Berichterstatter. Aber ich glaube mir eh nicht, was ich sehe. Tomji, du bist ab sofort unseren Augen und Ohren. Warte, ich muss mal mein Handy eben leiser stellen. Ich kriege immer ganz viele Wuck-Wuck. Handy leiser. Ja, mache ich gerne. Kein Problem, Adlerauge, sei wachsam. Dann bin ich wohl jetzt euer wichtigster Mann. Ich finde gut, dass ich so, ins Rampenlicht gestellt werde. Da, wo ich hingehöre. Das ist eine gute Idee. Du sagst es. Aber wie konnte Leon nur die Tasche vergessen? Das passt so gar nicht zu ihm. Tja, der gute Leon wird alt. Hä? Der Junge ist gerade mal 30 geworden, glaube ich, oder? Aber diesmal haben wir echt Pech, oder, Leute? Dieser seltsame Nebel, die Anrufe gehen nicht raus, das liegt am Nebel. Das Essen ist schlecht. Die Kabel sind weg. Leon ist weg. Sieh's mal positiv. Ich bin mit euch Ladies ganz alleine hier. Achso, der Nebel liefert uns doch richtig coole Aufnahmen.
Richtig, und alles andere trägt sich zu unserer Story bei. Auch wieder wahr. Leon ist online. Okay, er ist doch nicht weg. Leute! Leon, wo bist du? Kein Plan. Hatte keinen Empfang. Ich bin in diesem Raum. Der Empfang ist hier, scheint hier echt, echt ein Problem zu sein hier. Was für ein Raum? Du solltest doch zu Sandy. Du wolltest doch zu Sandy. Leute, vielleicht solltet ihr besser zusammenbleiben. Eben. Horrorfilm-Weisheiten. Ja, das sollten wir tatsächlich. Diese Bude ist das reinste Labyrinth. Ich muss mich wohl wirklich verlaufen haben. Das sah von außen gar nicht so riesig aus. Ja, das ist eine Geisterhütte, Mann. Ja. Leon, hast du es mitbekommen? Sandy geht es gut. Ihre Nachrichten kommen lediglich nicht an. Alles klar, aber jetzt schaut euch das mal an. Findet mich. Oh, ist das unheimlich, oder? Dass man schon so bei so einem Text-Messenger-Game schon solche Entenpille kriegt, Alter, ist nicht normal. Wie geil. Mach genügend Fotos davon. Für unseren Channel. Natürlich, Mann. Denkst du, ich bin am Kopf gefallen oder was? Warte mal. Ist das nicht die Nonne von dem Foto? Welches Foto? Na, das Foto mit der Nummer von Tomji drauf. Gerade recht im Moment so bam, 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 bam. Die Musik ist abgetimt oder was? Ich klicke es an, die Musik macht bam, 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 bam. Es wird gruselig, ja. Leon hat recht, könnte sein. Glaube ich ja weniger. Ja, das ist sie doch, Mann. Guck doch mal genauer hin. Okay, das war jetzt gerade echt abgefahren. Ihr werdet es nicht glauben, aber sie hat sich bewegt. Oh, voll anstrengend, immer so zu reden. Wenn ich jetzt einen Kaffee hier hätte. Was willst du, Junge? Rede mal Klartext. Dieses Bild, es ist gerade von alleine zu Boden gefallen. Ist klar, Leon. Ja, ja klar, natürlich. Ja, von ganz alleine natürlich. Nichts anderes. Mhm. Leute, ich schwöre. Das war die Macht natürlich. Ja, ja, die Macht. Oh, wie unheimlich, der Idiot. Das glaubt doch dir kein Schwein, Mann. Jetzt wohl fotografiert er das, wie das liegt. Schaut euch mal die Rückseite an. Alter. Ich muss gleich mal Schluss machen. Ich krieg hier nichts mehr genommen. Wir leben oder sterben. So sind wir des Herrn. Elizabeth Brown. Ruhe in Frieden. 14.12.1901. Schön geschnittene Fingernägel. Sollen wir jetzt etwa nach einem Grab suchen? Ich finde die Idee zwar interessant, aber ist unheimlich. Aber wo sollten wir dann suchen? Ja, draußen nicht. Also drinnen wird ein Grab nicht sein. Das hier war ein Waisenhaus. Hier wird es ja wohl kaum so etwas wie einen Friedhof geben. Nicht unbedingt, Leon. Es könnte schon sein, dass es hier irgendeinen kleinen Friedhof gibt oder sowas gibt, ja. Mhm. An einem Waisenhaus? Naja, das weiß nicht, was das für ein Waisenhaus ist, ne?
Ja, die meisten Waisenhäuser wurden früher kirchlich geleitet. Stimmt. Meist von Mönchen und Nonnen. Die Leitung hatte oft einen Abt oder einen Priester. Oh Gott, Sünde, die Kinder, ne? Alter Schwede. Puh. Insofern ist es schon gut möglich, dass es irgendwo auf dem Gelände einen kleinen Friedhof, eine Kapelle oder ähnliches gibt. So, Kinderchen, ob wir das finden werden und ob wir uns auf die Suche machen werden nach einem Grab. Gibt es überhaupt ein Grab in diesem Waisenhaus? Und hat Leon sich wirklich verlaufen und kommt Leon wieder zurück? Das erfahren wir alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli Müsli. Muah.